seit gestern eigentlich, seit vorgestern, ein bisschen desillusioniert, was das alles angeht. Was Kino angeht. Nein, was Kino nicht angeht, da freue ich mich einfach auf Donnerstag. Wir leben ja im digitalen Zeitalter. Ja, was soll das mit dem Kino? Los geht's. Ja. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast. Wir sind ja etwas oldschool, weil wir reden noch über Kino. Wer sind wir? Das ist zum einen die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris, hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Erik, hallo. Hallo. Guten Morgen euch allen. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Ist doch schon. Frohe Ostern, ja stimmt. Ja. Noch frohe Ostern. Die letzten Worte von Jesus, scheiß Ostern. ich habe eine Tasse Kaffee hier, weil wir nehmen wieder früher morgen auf und wir nehmen ja quasi jetzt am Ostermontag früh auf. Normal nehmen wir immer Sonntag auf, aber das hat durch diese ganzen Feierlichkeiten und so, hat sich das ein bisschen verschoben. Und das heißt natürlich, wir reden dann schon über die heutige Sneak, die dann eventuell kommen wird. Aber erstmal besprechen wir die Sneak der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Verachtung, beziehungsweise bisschen genauer formuliert, Jussi Adler-Olsens Verachtung. Das ist nämlich der vierte Teil aus dieser ganzen Dezernat Q-Reihe von Jussi Adler-Olsen, der insgesamt 7 Bücher geschrieben hat. Und das ist jetzt der vierte Film. Wir hatten auch schon mal einen in der Sneak Preview. Wie ist der? Erlösung war das, glaube ich, ne? War das Erlösung, den wir... Oder Schändung? Nee, Schändung. Schändung. Schändung hatten wir, glaube ich. Ja. Genau. Schändung hatten wir gehabt, Erlösung hatten wir, glaube ich, nicht gehabt, aber jetzt den wieder. Sodass manchen regelmäßigen Sneakgängern da die Person durchaus bekannt vorkam, aber als natürlich erstmal irgendwas eingeblendet wurde mit irgendwie Arte und Filmförderung irgendwas und so, da war natürlich gleich wieder, oh, das ist meistens kein allzu gutes Zeichen, wenn solche, und dänisch-deutsche Koproduktion und so stand dann erstmal da. Also in dem Sinne ist es fast besser, wenn so ein Film, der vielleicht durch die Sneaks geht, wenn der da einfach auf solche Sachen verzichtet und gleich erstmal mit irgendeiner Szene startet. Ja, muss ich gleich mal eingrätschen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das nicht ein spezielles Problem von unserer Sneak ist, dass man dann ein Problem war, in Anführungszeichen. War in Gera genauso. Und Gera auch so. Okay. das ist, glaube ich, ein allgemeines Sneak-Problem, weil. Irgendwie hofft ja doch jeder so, oh, hoffentlich sehe ich mal richtig einen Kracher hier, irgendwie so 20th Century Fox oder irgendwie, keine Ahnung, Universal und dann das fette Ding hier irgendwie mit Top-Darstellern und dann kriegst du doch wieder nur was aus dem unteren Regal. Aber das fand ich jetzt auch nicht. Ja, ja. Diesmal war kein unteres Regal. Aber das sind ja die typischen Sneak-Filme, mit denen, die man sich vielleicht so nicht angeguckt hätte, die aus dem oberen Regal, die natürlich meistens einen großen Marketing-Buzz bekommen. Sondern die aus dem unteren Regal sind, die werden ja meistens kaum beworben. Und wenn man dann so einen Film bekommt, ist natürlich dann ganz gut, wenn er einem gefällt. Aber worum geht's? Bei Verachtung heißt im Original übrigens Journal 64. Und wir erfahren hier am Anfang, dass der Kollege, der Assad, der Kollege von dem Karl, also die arbeiten zusammen bei diesem Sonderdezernat Q, und der Assad, der möchte demnächst dieses Dezernat verlassen. Dadurch, dass wir den vorhergehenden Teil nicht gesehen haben, ist uns die Brisanz nicht bewusst gewesen. Das war bestimmt ein riesen Cliffhanger am Ende vom vorhergehenden Teil. Wo gesagt, ich gehe, ich hau ab, mir reicht's hier. Oder irgend sowas. Oder hat eine gute Stelle angeboten bekommen. Und wie es dann halt so ist, Assad sagt, ey, der andere, der Karl, der ist ja ein bisschen, ja, hat ein bisschen Probleme mit sozialen Kontakten und er hat immer eine sehr brachiale Art und so. Und er hilft ihm dann bei der Lösung eines Falls, weil der Karl durch seine bestimmte Art, die Dinge zu sehen, kommt er halt manchmal nicht auf bestimmte Lösungen, die eigentlich relativ naheliegend wären. Dafür hat er wieder andere gute Ideen, so einen Fall zu lösen. Die beiden ergänzen sich halt eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn der Assad jetzt wechseln will, sieht es ein bisschen schwierig aus dann. Aber er hilft ihm noch, er hat noch irgendwie bis Montag Zeit, das ist irgendwie Donnerstag, wo das anfängt, also das Wochenende noch irgendwie Zeit, da zu helfen. Sie,
Sie finden nämlich, oder man, es wird ein in einer Wohnung wird festgestellt von einem Vermieter, dass da wohl irgendwie ein Raum fehlt. Und sie finden dann hinter der Tapete dann eben diesen, ja, diese eingezogene Wand. Und der holt Leute, die den Wanddurchbruch machen, auf eine sehr professionelle Art und Weise, wird mit einem Vorschlaghammer. also jeder, der schon mal irgendwas mit einem Hammer gemacht hat, wird sich da kaputt gelacht haben. Aber vielleicht war das auch so gedacht, dass das ein bisschen Augenzwinkern. Du hast es ja richtig gesagt, der hatte wahrscheinlich Angst, die Requisite einzuschlagen. Ja, genau, wahrscheinlich wäre da richtig draufgehauen, da wäre das ganze Ding auseinandergefallen, so zu allen Seiten. Na jedenfalls haut er so ein Loch rein und sie stellen fest, da drinnen, da ist so ein abgetrennter Raum und da ist ein Esstisch und da sitzen Mumien an diesem Esstisch, also mumifizierte Leichen. Und da sind eins, zwei, drei Leichen und ein vierter Stuhl ist leer. Und sie machen sich dann, oder das Sonderdezernat wird dann mit dazu gerufen und die Leichen werden untersucht, diese Mumien, und da wird festgestellt, okay, die sind zu unterschiedlichen Zeiten ermordet worden auch. Also nicht alle zum gleichen Zeitpunkt und die sind auch so einbalsamiert worden und man hat da auch so spezielle Vorkehrungen getroffen, irgendwie das Blut ersetzt mit irgendwas, damit das eben so mumifiziert wird und dann auch irgendwelche inneren Organe herausgenommen. Geschlechtsteile. Ja, abgetrennt und in Einweggläser und dann auf den Tisch gestellt noch, wahrscheinlich wo die Leute noch gelebt haben. Also irgendwie so ein ganz kurioses, abgefahrenes Verbrechensszenario wird da entdeckt und deswegen wird dann auch dieses Dezernat Q damit betreut, da Nachforschungen anzustellen. Man findet wohl auch so Dokumente bei den Leichen, wo sich irgendwie so eine Herkunft oder wer das sein könnte, da irgendwie herausfinden lässt. Und die haben wohl alle, oder man versucht natürlich die Verbindung zwischen den Leichen herauszufinden und natürlich herauszufinden, dann wer das Ganze war. Und man stellt aber fest, dass das schon vor vielen, vielen Jahren passiert sein muss und man kommt einer Person auf die Spur und man weiß dann die ganze Zeit nicht, ja, war die das jetzt oder was hat die damit zu tun? Parallel dazu werden in Rückblenden ein paar Dinge erzählt, die in Dänemark eben auf dieser Insel Sprøge, heißt das, glaube ich, in so einem Kinderheim, also besser gesagt Jugendheim, würde ich eher sagen, wo junge Mädcheninternat. Mädcheninternat war das sogar, okay. Da wurden halt damals so aufsässige Mädchen oder die halt, sagen wir mal so, erste sexuelle Erfahrungen da gemacht haben, wo jetzt die Erwachsenen nicht so ganz damit einverstanden waren, mit wem sie sich da eingelassen haben oder das überhaupt oder sowas und die dann irgendwie aufmöpfig waren, die wurden halt dahin geschickt zum Therapieren und damit sie dann irgendwie wieder ein gutes Mitglied der Gesellschaft werden können. Und wir erfahren dann auch, es gab so in Dänemark wohl so eine Art rechtsgerichtete Bewegung, die irgendwie so eine reine Rasse schaffen wollten und es hat wohl alles damit zu tun und auch die Schließung dieses Internats hat dann auch mit dieser komischen Strömung da zu tun und viel mehr will ich mal nicht verraten, dass die beiden Ermittler, wer schon mal einen Teil davon gesehen hat, von diesem Jussi Adler-Olsen-Film, der weiß, worauf er sich da einlässt, also wirklich so teilweise knochentrockener Humor. Die beiden, die hauen sich da so die One-Liner um die Ohren, die nehmen sich da gar nichts und auch so gegenüber anderen und wenn sie da irgendwo ermitteln, der eine ist ja so krass drauf. Ne? Ja, nach anfänglicher Skepsis muss ich sagen, das Sneak hat es ja den Leuten sehr, sehr gut gefallen, bis hin zu spontanen Applaus am Schluss. Und zu Recht. Ja, war gut. Zu Recht, war oder ist eine wirkliche Filmperle, kann man glaube ich so sagen. Der nachdem letzte Woche ja schon so komisch anfing, also wir erinnern uns mal zurück an diese Szene am See mit Romantik und ging der jetzt auch schon ein bisschen anders los und auch schon so, okay, was ist, aber dann halt so richtig gleich auf die Fresse mit diesem Tisch mit diesem Stillleben, daher passt nämlich auch der Tipp auf die Sneak, ne? Die war ja Stillleben. Und das ist schon auch da, dieses ganze Reinzoomen durch das Loch in den Mund und das ist richtig, richtig cool und du bist eigentlich dann voll drin und der Film nimmt so Fahrt auf währenddessen, aber so,
Also nicht so Pam, Action, Pam, Fahrt, sondern einfach spannungsmäßig Fahrt. Und das fand ich extrem gut. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Weil du merkst quasi gar nicht so richtig, so völlig bewusst, wie du plötzlich drin hängst. Und dann wird es dir klar und denkst so, okay, scheiße, okay, boah. Und dann immer wieder die Rückblenden auch und denkst dir nur so, boah, was ging denn damals ab? Was ist bei den Dänen falsch? Also... Ah, nee, mich hat er wirklich gepackt, mich hat er wirklich mitgenommen und das finde ich super. Ja, also kann ich nur so komplett bestätigen. Also das gerade auch diese Szene am Anfang, bis zu der Szene, wo sie die Leichen finden, war es eigentlich noch so ein bisschen so, wo man dachte, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Aber dann so, wow, so richtig, richtig gute Einstellung. Und was ich auch bei den Stieg Larsson, bei den Jussi Adler-Olsen-Verfilmungen so gut finde, ich weiß nicht, ob die Bücher genauso sind, ich kenne die jetzt nicht, aber es gibt ja sehr viele solche skandinavische Filme, wie zum Beispiel diese Stieg Larsson-Filme, die Verfilmungen Stieg Larssons, die haben halt immer so auch so Längen drin, so diese typisch skandinavisch, weißt du, wo sich da so Leute einfach mal so eine Minute anschweigen und sowas. ja, weiß ich, ist vielleicht so in dieser Mentalität so vielleicht verankert, weil es alles ein bisschen düster ist da oben und so wenig Sonne hinkommt. Und hier fand ich wirklich die Pace auch wieder extrem gut, genau wie bei den vorhergehenden, den wir da in der Sneak hatten, kann ich mich auch noch erinnern, dass ich da so überrascht war, dass wirklich so bam, 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 nächste Szene, wow, okay, das weiter und zack und das und wirklich, wow, was ist denn jetzt hier passiert und da, oh, in dem Krankenhaus, um Gottes Willen und so und wow. Und dann aber auch immer wieder coole Nebencharaktere und Nebenstorylinien aufgemacht, die jetzt dann doch irgendwo auch nützlich waren, jetzt nicht so sinnlos irgendwie. Während ja bei diesen ja, Stieg Larsson, die ich auch sehr mag, hier zum Beispiel diese Millennium-Trilogie, da versandet halt auch viel. Dann ist einfach mal da ein Gespräch. Denkst, wenn du dann wirklich rückblickend mal am Ende des Films drüber nachdenkst, denkst, okay, was hat die Szene jetzt eigentlich für den Film gebracht? Eigentlich gar nichts. Aber hier hat irgendwie alles einen Sinn. Und ja. Es fügt sich gut zusammen. Die beiden, die haben ja wirklich eine ungeheure Chemie. Aber leider habe ich gehört, es soll der letzte Film von den beiden gewesen sein in dieser Rolle. Also die wollen beide diese Rolle jetzt nicht weiterspielen. Wahrscheinlich wollen die auch andere Rollen annehmen, sonst wären sie zu sehr darauf festgenagelt, denke ich mal. Ja, bestimmt. Aber trotzdem, cooler Film. Also echt cool. Ich habe auch schon mal geguckt, man kann den vorhergehenden, der uns ja fehlt, diesen Erlösungen, den kann man auf diversen Streaming-Portalen kann man den angucken, jetzt nicht gratis. Bei Amazon geht's los, irgendwie 2,99. Okay. Hatte ich mir auch mal mit vorgenommen. Ja, was ich aber echt auch noch sagen möchte, gerade zu den beiden Schauspielern, ich habe das denen auch echt abgekauft. Das war halt so richtig herrlich, so, ach, leck mich doch am Arsch. Ja, ist okay. Ich rauche, wo ich will. Ich fand das einfach richtig cool. Auch das Gesicht, diese Mimik von Karl, also von Nikolai Lee Kaas, der da eine Mimik an den Tag gelegt, hey, wie ein Kühlschrank. Also ganz grandios. Und dann am Ende so vielleicht doch noch die ein oder andere Regung drin zu haben, ist einfach cool. Ja. Ich lese gerade hier die Filmbeschreibung von dem Vorhergehenden. Eine Flaschenpost, die auf ihrem Schreibtisch landet, stellt Karl und Assad vor ein Rätsel. Nur mühsam gelingt es ihnen, ihre Botschaft zu entziffern. Ein mit menschlichem Blut geschriebener Hilfeschrei, das letzte Lebenszeichen zweier Jungen, die vor Jahren spurlos verschwunden sind, die aber niemals als vermisst gemeldet wurden. Wer sind die beiden und warum haben ihre Eltern ihr Verschwinden nie angezeigt? Als kurze Zeit später die Entführung eines Geschwisterpaars erschreckende Parallelen zum Flaschenpostfall erkennen lässt, wird klar, dass derselbe Täter sein teuflisches Spiel schon seit Jahren unerkannt treibt. Ho. Klingt gut. Also ich glaube, muss ich noch mal gucken. Ich möchte hier noch ganz kurz was erwähnen, was ich gerade nebenher noch rausgefunden habe, was ich echt super finde. Der Assad. Ja, wird der gespielt von Fares Fares. Fares Fares heißt er. Ja. Kann auch ein Künstlername sein. Aber Fares Fares hat, und daher kam er mir auch irgendwo bekannt vor, mitgespielt, also klar, in den anderen Filmen, mitgespielt wohl in diesem Spiel, was ich, ach Gott, wie hieß es?
irgendwo, wo du so einen Gefängnisausbruch machen musst, kriegst nicht mehr den Namen nicht mehr zusammen. Da hat er wohl als Charakter gedient und jetzt kommt der Hammer, er hat in Rogue One mitgespielt. Okay. Und zwar Senator Vaspar. Aha. Vaspar. Ja, hab und ich jetzt gerade nicht. Hast du mal drauf geachtet jetzt oder was? Hast du? Na, ich habe jetzt gerade mal gegoggelt und auch die Bildersuche gemacht tatsächlich, wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir, oh, natürlich, das ist er. Okay. Der hat auch bei Westworld mitgespielt, eine Fernsehserie sehe ich hier. Und den hatten wir auch in der Sneak, Kind 44, der da Kind so in 40. Russland diesen Serienmörder. Stimmt, ja. Ah, A Way Out hieß übrigens das Videospiel. Ich glaube, das hatte ich auch, haben wir mal hier vorgestellt, da habe ich in der Sendung vorgestellt. Was hat er da gemacht? In den Cutscenes oder was hat er mitgespielt? Ja, er hat, glaube ich, als Charakter gedient. Ach, hier gibt es sogar einen Trailer von dem Spiel bei IMDb oben. Fares. Ja. Hat seine Acting-Career in Schweden begonnen mit dem Film Jalla Jalla. Fares hat mit Jalla Jalla begonnen. Sachen gibt's. Okay, naja. Aber auf jeden Fall coole Socke da. Ja. Kate, haben wir dir ein bisschen Lust gemacht auf den Film? Ich wäre angeschlafen. Klar, definitiv. Auf jeden Fall. Ist eingeschlafen. Nee. Das war eigentlich so dieser Lehrertest hier so. Nee, doch, ich bin ein bisschen traurig, dass ich ihn verpasst habe. Kate, leg doch mal bitte dein Handy weg. Ich saß nicht mal an meinem Platz, also Ruhe. Nimm mal den Kaugummi raus, ja. Naja, neben herausgehen, putzen, ist schon okay. Ich habe euch die ganze Zeit auf dem Ohr, alles gut, ich habe alles gehört. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass ich ihn verpasst habe. Ich werde ihn auf jeden Fall nachholen. Und wenn du schon sagst, auf Amazon kann man den anderen für den vorigen, für 2,99 leihen, ist das mal eine Option. Hast du damals den eigentlich gesehen, den anderen da? Warst du damit in der Sneak? Ich weiß es nicht mehr. Ich mag so skandinavische Filme eigentlich sehr. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich den gesehen habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber du wirst, ich weiß nicht, ob du, was ist da? Schändung, genau. Irgendwas mit Fasanen hier. Ja, war irgendwie so dieser Zusatztitel. Den hatten wir in der Sneak damals. Gibt es den irgendwo? Keine kostenlos? Ahnung. Nee. Oh, wir gucken so viele Filme, aber wäre auf jeden Fall interessant. Definitiv. Ja, ich habe aber. Das ist in der digitalen Zeit. Du wirst ja eh nicht zu diesem Film kommen, weil ich dir noch eine Serie empfehlen muss heute. Oh nein. Vielleicht muss ich da mal ins Dokument gucken, steht die da drin? Die steht da schon drin, ja. David habe ich schon mal angefangen. Ach so, okay. Na dann. Hat mir nicht gefallen. Oh, interessant. Da kommen wir aber nachher zu. Können wir kurz eine Wertung abgeben, wir sind ja hier ein bisschen Struktur in die Sendung zu bekommen, meine Damen und Herren. Dann geben wir mal Punkte. sind es schon meine Punkte? Hat die schon jemand hier eingetragen oder war das? Weiß ich nicht. Ja, doch, denke sieben. Aber, ja, das genau, sieben. Ja, ich du hast, glaube ich, sieben gegeben. Ich habe acht gegeben. Ich gebe sieben Punkte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und weil ich hier gerade in der Facebook-Seite bin, die Steff hat da auch geschrieben, die hatten den Film schon Anfang November in den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Und hatten da auch schon in ihrer Sendung drüber gesprochen, bei den Leinwandperlen, kann ich mich erinnern. Da hatte ich noch gedacht, oh, klingt interessant, wir hatten ja den vorhergehen, hab's aber schon wieder vergessen gehabt. Genau, die hatten den aber offensichtlich in der Originalfassung, weil sie schreibt hier, ich hoffe, in der deutschen Synchro funktioniert der genauso gut. Jetzt muss ich mich fragen, wie weit kommt man da mit Dänisch? Ist das irgendwie in der Schmörlerbrot? Ihr Banausen. Gut, wahrscheinlich dann mit Untertiteln geschaut, schätze ich mal. Sonst kommt man da nicht weit. Wie jetzt Banausen? Die Ludmilla hat auch geschrieben, ich habe Sonderdezernat Q-Reihe begeistert gelesen und fand es nicht langweilig, den Film zu schauen. Rose war in meinem Kopfkino anders. Wer war jetzt Rose? War das die Assistentin da in der... Genau, Assistentin. Ja. Aber da war Ludmilla offensichtlich nicht in der vorhergehenden Sneak, weil da war die auch schon dabei, da in der Erlösung damals. Aber egal. Gut, wenn wir einmal die Facebook-Gruppe offen haben. Chris, wie lautet denn dein Tipp für heute quasi? Ich wollte schon sagen, für morgen. Ja, stimmt, für heute. Tipp für Sneak Nummer 997. Wir nähern uns echt immer mehr der 1000. Für heute, 22.04.2019, ganz einfach Hogan. Ist heute überhaupt, weil ja Ostermontag, Feiertag. Ja, ich gehe heute. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich gehe auf jeden Fall.
Mal gucken, ob dann ist überhaupt. Also ich weiß, ja, sehen. Was? Das gibt ja einen Tipp für heute. Ja. Na gut, ich kann weiß ja, das ist, deswegen gehe ich auch. Es gibt ja nur die Sneak-Nummer, oder was ja nicht gesagt, dass heute ist. Kann ja sein. Ja gut, also wird schon heute sein. Hogan, gibt es nur zwei Tipps? Nee, ja, eigentlich. Seid ihr euch ja einig, ne? Fighting with my family. Ich möchte erwähnen, dass ich es zuerst geschrieben habe. Nur ja, fürs Protokoll. Hast du. Also hier abschreiben, hast du genau? Abschreiben kann ja jeder hier. Der Trailer sieht sehr witzig aus. Ist heute ein OV, ne? Mhm. Ja. Ist auch, ich habe auch den Trailer in OV angeguckt. Sieht trotzdem witzig aus. Schon zur Einstimmung gleich in OV, den Trailer. Klar. Ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen. Ich lasse mich da heute völlig überraschen. Aber Hogan, weil eben Hulk Hogan und so, war ja Wrestling-Star. Und da geht es halt um so eine Wrestling-Familie. Deswegen. Ja, sind wir mal gespannt, ob das was wird. Und begeben uns mal ins lauschelige Heimkino. Heimkino. Ha, Chris. Ja, ich kann es ganz schnell machen. Erzähl mal was zu Skyscraper. Das passt ja auch zum Thema Wrestling, ne? Mit Dwayne The Rock Johnson. Und du hast den Mann vorletzte Woche vorgestellt und hast ihn ja ziemlich zerrissen. Das war ziemlich Banane, der Film, oder? Ich fand ihn ziemlich lustig, muss ich sagen. Also ich ja, aber der war nicht lustig gemeint, das ist ja der Unterschied. Na, ich weiß nicht, ob es so. Also mein Lieblings, also ich habe tatsächlich auch einen Spruch nochmal mit rausgenommen, also den ich zwar schon kannte, aber wenn es mit Klebeband nicht hält, war es nicht genug Klebeband. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das klingt so nach MacGyver, der hat ja gesagt, I don't believe in God, but I do believe in Gaffer Tape. Ja, deswegen, und von den Action-Szenen her war doch ganz cool, also die Idee dahinter fand ich auch ganz cool, das war jetzt nichts Besonderes, aber ich denke so für ein, ich will heute Abend einen Action-Film sehen mit Popcorn-Kino, da gucke ich mir den an und deswegen, also ich muss nicht mehr groß drauf eingehen, wer es nochmal nachhören möchte, der Erik hat den Film ziemlich kurz zerrissen, er hat in seiner 60-Sekunden-Challenge hat er nur 40 drüber gesprochen und ich fand ihn cool, mir hat er gefallen. Auch mal schön wieder Neve Campbell rennen zu sehen, lange nicht gesehen. Da wurden Erinnerungen an Scream wach, deswegen. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten, weil ich fand ihn wirklich ganz amüsant und ganz cool. Oder Wild Things. Ja. Okay. Naja, achso, jetzt muss ich mal ganz kurz hier überhaupt mal die paar Darsteller raussuchen hier. Ich habe meine Blu-ray mal reingepackt, ein Film, der bei mir schon eine Weile lag, weil Gaspar Noé hat ja ein paar ziemlich sperrige, schwierige Filme gemacht. Ich hatte letztens schon mal über den Film Irreversibel geredet, der mich nachhaltig traumatisiert hatte damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, mit Monica Bellucci, der ja, Irreversibel läuft ja rückwärts ab quasi, wird so szenenmäßig rückwärts erzählt, so ähnlich wie Memento. Und man wird da quasi so reingeschmissen, bis man dann sieht, was da am Anfang passiert ist, was Erschreckendes passiert ist. Und jetzt habe ich den neuen Film von, was heißt neu, den gibt es schon eine Weile, ist beim Filmfest in Cannes ziemlich gefeiert worden. Und den hatte ich mir bestellt gehabt und habe ihn jetzt mal geschaut gehabt, so als besinnliche Osterunterhaltung, ja. Der heißt Climax, dieser Film. Ist halt französischer Film von Gaspar Noé. Hauptdarstellerin ist Sophia Boutet. Hatten wir zuletzt zum Beispiel bei Die Mumie gehabt. Das ist so eine Darstellerin, die ich durchaus beobachte, sag ich mal, weil mir die ganz gut gefällt. Bei Star Trek Beyond war sie mit dabei. Eine algerischstämmige Hotel Artemis hatten wir sie zuletzt in der Sneak Preview. Bei Fahrenheit 451 dabei. Atomic Blonde hatten wir auch in der Sneak Preview. In dem Film geht es darum, am Anfang wird so ein VHS-mäßig gezeigt, wie so Leute so interviewt werden, so eine Art Interviewsituation, warum sie tanzen, wie sie zum Tanzen gekommen sind, was sie so für Erfahrungen, vor was sie Angst haben, ob sie schon mal Drogen ausprobiert haben, wie das sexuelle Leben aussieht. Und die Interviewerin, die das macht, will offensichtlich eine Tanztruppe zusammenstellen, die eine Tour macht durch die USA und will halt gucken, dass da so die ganze Teamchemie so ein bisschen stimmt, will halt rausfinden, was haben die einzelnen Leute so für Erfahrung, was haben die für einen Hintergrund, um zu sehen, ob die miteinander können jetzt, gerade wenn die eine ganze Weile irgendwie aufeinander hängen auf so einer Tour, dann ist ja immer ja wie bei Fußballvereinen, wenn du da einen hast, der quer am Stall steht, ne, dann um mal das Zitat wieder zu bemühen. Und
in der nächsten Szene ist es dann so, dass wir sehen, wie die in so einem ganz, in so einer ganz verlassenen Schule mitten im Nirgendwo im Wald, die ist komplett leer, da machen sie halt, üben sie halt ihre Tanzchoreografien ein. Und da sind wirklich sehr beeindruckende Szenen dabei, wie die so Tanzchoreografien machen. Und ich bin jetzt nicht so der normalerweise auf sowas achtet oder der da irgendwie im Musical geht oder irgendwas, sondern das ist halt richtig moderne Beats, also jetzt nicht irgendwelcher Musical-Gesang. Und wir sehen da so ein paar Szenen und dann erfahren wir, das ist so der letzte Abend, die haben jetzt schon die ganze Weile da zusammen trainiert, da ihre Choreografien einstudiert, die sie dann auf der Tour machen wollen. Das ist der letzte Abend, wo sie quasi dort in Frankreich noch sind und da wollen sie ein bisschen die Sau rauslassen, das feiern, dass sie jetzt alles im Griff haben und fangen dann an, sich zu betrinken und wir erfahren dann auch so von so Gesprächen, die dort laufen, ja, es sind halt so diese typischen Locker-Room-Talks, wie man es so nennt, da irgendwelche Typen, die sich unterhalten, mit wem sie mal gerne würden oder was sie da für Fantasien mit irgendjemand haben, irgendwelche Frauen unterhalten sich über ähnliche Themen und dann gibt es da irgendeine Ecke Zickenkrieg und irgendwas und letzten Endes ist es dann so, dass irgendjemand hat LSD in die Sangria reingemischt und das Ganze eskaliert dann ganz extrem, weil da werden natürlich Psychosen freigelegt von denen, wo man vielleicht am Anfang davon gehört hat. An anderen Ecken gibt es irgendwie hemmungslose Sexorgien. Manche driften halt total ab, manche sind dann im Blutrausch und sonst was. Und ich will mal nicht zu viel verraten, wie das dann weitergeht. Das ist ein typischer Gaspar Noé-Film. Also wer wie ich mit dem Ding irgendwas anfangen kann, der wird mit diesem Film definitiv auch was anfangen können. Wer das nur so, sag mal, aus reinem, ja, ich guck mal den Film irgendwie betrachtet, wird sicherlich sehr, sehr verstört werden und wird dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, okay, das ist ein richtig guter Film, der mich total mitnimmt auf diesen ganzen Trip, weil am Anfang ist es eher so eine Riesenparty, die einfach richtig genial gefilmt ist, wo alles passt, wo die Musik geil ist, wo alles passt. Diese ganzen Feierszenen sind optimal wirklich geschnitten. Und wenn man dann hört, dass der ganze Film wirklich innerhalb von wenigen Tagen mit einem winzigen Budget entstanden ist und teilweise alles so in One-Shots, also das heißt, die Kamera wird nicht ausgemacht, es wird nicht geschnitten, sondern die Szenen werden komplett gedreht, wo riesen Choreografien dabei sind. Wo man dann auch, wenn man sich da noch ein bisschen, ich habe hinterher noch ein bisschen was drüber gelesen, wo man dann sagt, okay, die eine Szene, die wirklich irgendwie so fast eine Viertelstunde geht, mit riesigen Tanzchoreografien, die mussten sie irgendwie 16 Mal haben sie die gedreht, dann war sie im Kasten und die ist wirklich absolut perfekt. Und wenn man hört, dass einzig und allein Sophia Boutea eine wirkliche Tanzhistorie hat, die hat irgendwie seit 15 Jahren betreibt die sowas, schon sehr beeindruckend. Und der zweite Teil ist wirklich eine reine Horror-Achterbahnfahrt, die dann entsteht, weil die ganze Kameraarbeit, das Licht, die Inszenierung, die zieht dich so rein, als hättest du selber irgendwie LSD genommen. Also wenn du dich da ein bisschen rein vertiefst und das ist wirklich extrem beeindruckend. Also extrem trifft diesen Film in so vieler Weise, was man da zu sehen bekommt. Und mir hat er wirklich auch extrem gut gefallen, wie es gedreht ist und die Art und Weise, wie es gemacht ist. Man muss das ja nicht irgendwie gutheißen, was da passiert, aber das basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Also zum einen ist das tatsächlich passiert in Frankreich und ich hatte auch gehört, in Deutschland ist auch mal sowas passiert bei irgendeiner Vertriebsschulung. Habt ihr vielleicht auch irgendwie in Nachrichten mal gehört, war das nicht in Bayern irgendwo? Was aber nicht ganz so schlimm eskaliert ist. Also hier am besten vorher nichts drüber lesen, damit man nicht weiß, wie viele tatsächlich überleben oder ob überhaupt oder keine Ahnung. Beginnt am Anfang, das kann ich erzählen, die erste Szene beginnt so wie damals bei Wind River. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo so eine Frau durch den Schnee läuft, so halb blutverschmiert und irgendwas und bricht dann irgendwo zusammen. So fängt der Film auch an und setzt da schon mal die Maßgabe. Der ganze Film ist auch total ungewöhnlich, weil kommt doch keine Schrift irgendwie am Anfang, sondern irgendwie so komisch mittendrin und dann kommt irgendwie nach 10 Minuten kommt der Abspann des Films und der läuft auch rückwärts ab, wie bei Irreversibel damals und es ist einfach total extrem und ein riesiger Trip, dieser Film und einfach wunderbar gemacht und
also ich verehre Gaspar Noé für das, was er da wieder gemacht hat. Also wirklich der absolute Hammer. Also ein Riesenstrudel aus Party, Gewalt, Sex und sonst was. Und das so auf die Leinwand zu bringen mit diesen Mitteln ist der absolute Hammer. Also ich glaube, wenn ich den im Kino gesehen hätte, ich wäre danach völlig betrunken da rausgegangen, ohne was getrunken zu haben. Es war gut, dass ich den zu Hause gehe, da konnte ich danach erstmal durchatmen und erstmal irgendwie völlig den Fernseher ausmachen. Ich brauche dann wirklich erstmal, ich war dann so gesättigt von den Bildern, die ich da gesehen habe. Das ist total irre. Also ich weiß nicht, ob ich euch da Lust gemacht habe, ob ihr auf solche wilden Sachen, krude Geschichten und abgefahrene Dinge, ob ihr mit sowas was anfangen könnt, aber vielleicht ist von den Hörern draußen jemand. Irreversibel also habt ihr. Ich finde, es klingt super geil. Irreversibel habt ihr auch noch nicht geguckt, ne? Nee, ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, ich muss euch mal hier mal meine Blu-rays mal austeilen, ja, oder so. Aber Irreversibel, ist echt übel, ey. Das ist so übel. Ich will lieber den anderen gucken, den du jetzt besprochen hast. Den will ich lieber gucken. Genau, ich muss noch. Bei Irreversibel war es damals so, der hatte. Als er damals im Kino lief, da hatte ich schon gelesen davon, dass bei der Filmvorführung, ich glaube in Cannes lief der auch, haben viele Leute das Kino verlassen, weil es ihnen schlecht geworden ist am Anfang. Wobei am Anfang noch gar nichts war. Der hat mit einem ganz, mit einer sublimalen Beeinflussung, hat er nämlich, da war ein ganz tiefer Basston, der einfach nahezu unhörbar, also an der Schwelle zur Unhörbarkeit, war der Basston mit reingemischt am Anfang. So dass du einfach so ein völlig so ein Unwohlsein gespürt hast, ohne zu wissen, wo es herkommt. Und da haben viele. Und hier ist es so, hier dachte ich auch, um Gottes Willen, was ist denn. Kennt ihr das auch? Früher war mal manchmal so ein Luftschutz-Sirenentest, ist auch manchmal auf Dörfern noch oder so. Und da haben die hier auch diese Sirene. Das, was wir auch hier bei der Spoilerwarnung, hatte ich ja auch so ein bisschen, wo ist das überhaupt hier? Hier so ein. Genau, und sowas hat er hier auch über eine ganz lange Zeit drin. Oh, das war so unangenehm. Vor allem, das ist erst ganz leise zu hören. Du denkst da so, boah, was ist da so? Oh, so ein komischer Ton. Und der hört nicht auf und wird immer lauter und lauter. Oh, ist hier genauso. Also, der nutzt wieder seine Mittel, die er kennt, mischt die aber anders zusammen. Und, boah, nee. Also, ich glaube, Das geht mir jetzt so wie bei Irreversibel. Ich habe den Film jetzt gesehen, ich muss den aber echt erstmal im Regal stehen lassen für eine lange, lange Zeit. Weil ich kann ihn jetzt erstmal nicht. Ich bin total überfordert von dem Film gewesen. Aber das mag ich auch, wenn mich ein Film wieder so bewegt. Ich gucke so viel Zeug und da ist so viel anderes dabei, was du einfach nächste Woche wieder vergessen hast, siehe Skyscraper. Und dann ist so ein Film dabei oder wow, der dich einfach so mitnimmt auf so einen Trip oder so, auf so eine. Ja, den du einfach nicht vergessen kannst. Da du weißt gar nicht mehr, was du genau gesehen hast. Du weißt nur, boah, das war so. Hatte ich so mitgenommen. Ja. Okay. Also von mir gibt er 9 Punkte. Also ich finde den Wahnsinn, also den Film. Ich kann aber auch durchaus verstehen, wem der Film nicht gefällt. Entweder es nimmt einen halt mit oder es nimmt einen halt nicht mit. Ja. Gaspar Noé's Climax war das. Ja. Oder vielleicht erstmal mit Irreversibel anfangen. Obwohl ich fand, Climax ist ein bisschen massenkompatibler noch. Irreversibel ist wirklich eine Spur härter gewesen, fand ich. Also von dem, was passiert ist. Also irgendwie so eine viertelstündige Vergewaltigungsszene, die ganz furchtbar ist. Also ja. Aber gut. Dann machen wir weiter mit dem, was noch so anläuft. Hier, vielleicht ist da ja was Cooles dabei, was man gucken sollte. Kinocharts und Neustarts. Können wir mit den Charts starten? Selbstverständlich. Vorsichtige Frage. klar können wir mit den Charts starten. Platz 10 ist Loronas Fluch. Der übrigens, kleine Anekdote, in den USA ist er auf Platz 1. Platz 9, Captain Marvel. Hey, immer noch. Wahnsinn. Ja. Wird bestimmt diese Woche abgelöst. Platz 8, Hellboy, Call of Darkness. Platz 7, Friedhof der Kuscheltiere 2019. Platz 6, der Falcolini. Platz 5, Dumbo. Platz 4, Monsieur Claude Teil 2. Platz 3, Willkommen im Wunderpark. Platz 2, Shazam.
Gesundheit. Und Platz 1. After Passion. Da war der Chris wohl doch drin, ja. Ich war Karten gekauft, ja. Die Tessa. Chris war nicht nur einmal. Tessa drin, Young. Er hat sogar das Buch gelesen. Good braves girl. Mädchen, wie es im Buche steht. Dann lernt sie den Bad Boy. Ja, er ist ein Bad Scott Boy. Ich möchte ganz kurz bei den Charts übrigens erwähnen, auf Platz 15 ist Avengers Endgame. Nur mal so. Oh, gibt es da schon Previews oder was? Wahrscheinlich Presse. Er ist auf jeden Fall auf Platz 15. Ja, da gab es bestimmt irgendeine Presse-Preview hier in Stuttgart. Ja. Irgendwas. Und da gehen sie natürlich alle rein. Aber ich habe keine Einladung, was soll die Scheiße hier? Obwohl, vielleicht habe ich nur, ich muss mal in mein Postfach gucken, da kommt so viel solche Einladung. Wie sieht es mit den Neustarts aus da? Also der eine, den wissen wir ja, den ist der Avengers Endgame, der stand aber bei letzter Woche drin. Weil der jetzt, stand letzte Woche drin. Am 25.04. geht es dann also offiziell weiter. Atlas, intensives Drama über einen in die Jahre gekommenen Möbelpacker, der überraschend von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Drama von David Navrat mit Rainer Bock, Albrecht Schuch, Thorsten Merten und weiteren. Das ist ein typischer Sneak-Film, finde ich. So von der Story her. Denke ich an uns vorbei. Ja. Ein Film, der an vielen anderen Sneaks lief, Ein letzter Job. James Marsh verfilmt die Geschichte des Hatton Garden Raubs, wer kennt ihn nicht, bei dem schwerkriminelle Rentner Gold und Juwelen im Wert von 200 Millionen erbeuten, mit Michael Caine unter anderem. Klingt ganz gut, soll aber sehr, sehr langatmig und langweilig gewesen sein. Da kommt Tea with the Dames. Die britischen Schauspielikonen Maggie Smith, Judy Dench, Eileen Atkins und Joan Plowright laden auf einen Plausch zum Tee ein. Das klingt so, als würden hier ganz viele englische Filme jetzt schnell nochmal vom Brexit hier, oh, komm, wir müssen hier schnell noch Europa, bevor wir da irgendwelche Steuern oder irgendwas zahlen müssen. Oder ja. Genauso hier, ja genau, das ist ja unser Sneak-Film, Fighting with my Family, Biopic vielleicht über die britische, wer hätte es geahnt, britische, schnell nochmal in die Sneak rein. Eigentlich war es ja irgendwie für diese Woche geplant, ne, oder? Ja, nee, nächsten Monat. Britische World Wrestling irgendwas, Wrestling Page. Entertainment, WWE. Sag Entertainment mal. Heißt das, okay. Ja, World Wrestling Entertainment. Ich kenne nur World Wrestling Federation, WWF. Oh, gut. Die in einer Wrestling... So heißt es schon lange nicht mehr. Ah, weiß nicht, damals, wo ich geguckt habe mit Undertaker und... Naja, den gibt es immer noch, aber du weißt ja... WWF, was, die gibt's die noch? Ja, den gibt's noch. Den? Das war die mit dem Panda. Den Undertaker? Ja, den gab es zuletzt. Ich glaube, vielleicht hat er inzwischen jetzt auch die Karriere beendet, aber zuletzt habe ich ihn noch gesehen. Also derselbe, also nicht die Figur, sondern... Nein, derselbe, ja. Das gibt's doch gar nicht. Gibt es auch noch Bret the Hitman Hart oder was? Nee, oder? Der kann nicht mehr, der ist fertig. Ach so, okay. Aber Undertaker, den gab es noch. Also meine Güte. Aber das waren Zeiten damals auf RTL 2, Catch Up gab es eine Sendung. Ja, gibt es tatsächlich noch. Gibt's noch? Oh, ich wäre verrückt. Ja, ich seit 1990 unter Vertrag immer noch drin. Geboren 1960. Ach so, ich dachte, die Sendung gibt es noch. Welche Sendung? Catch Up. Gab es damals eine Sendung auf RTL 2. Ach Gott, nee, die gibt es nicht mehr. Ja. Undertaker gibt es noch. Ach ja, übrigens, in einer Wrestling-verrückten Familie aufwächst und die Chance bekommt, in der US-Liga zu kämpfen. Da spielt unter anderem Dwayne Johnson mit und Lena Headey, die ja auch gerade in Game of Thrones. Und Nick Frost. Nick Frost steht ja gar nicht. Aber wenn du sagst, und Vince Vaughn spielt auch mit. Aber warte mal, Stephen Merchant, den habe ich irgendwie gut in Erinnerung. Was hat denn der gemacht, der Regisseur? Stephen Merchant hier. Hä? So, Moment, das dauert jetzt einen kleinen Moment hier. Ja. Ach, der ist das. Ja, doch. Das war der hat in der Serie mitgespielt hier. Warte mal, Director. Genau, Hello Ladies. Ja, die war lustig, die Serie. Daher kenne ich den. Stephen Merchant spielt auch mit. Habe ich doch gerade gesagt. Habe ich erwähnt, dass Stephen Merchant spielt? Und, okay. John Cena spielt auch mit. Das wird lustig, ja. Das wird lustig. Ja, dann läuft doch an. Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Fantasievolle Buchverfilmung über den Sohn eines Wiener Zuckerbäckers, der im Nachkriegsösterreich die erste Liebe und die Macht seiner Vorstellungskraft entdeckt. Oh. Noch ein Film, der wahrscheinlich aus England kommt. Royal Corgi, der Liebling der Queen. Da geht es um den Hund der Queen. Rex, Lieblingscorgi der Queen, fällt überraschend in Ungnade und fliegt aus dem Palast. Nun muss er sich auf den Straßen Londons durchschlagen. Ich erkenne hier ein Muster, wollte ich nur sagen. Ja, ich auch. Oh. Milliard, russische Actionkomödie über einen wohlhabenden Banker, der verzweifelt versucht, sein Vermögen zu schützen und sich vor immensen Unterhaltszahlungen zu drücken.
Und jetzt kommt der Riesenkracher, der Avengers Endgame entgegengesetzt wird. Mordkommission Kalf, Schattenkrieger. Das Ermittlerteam des Tatort Kalf hat einen neuen Fall. Sie müssen einem Mann mit Gedächtnisverlust seine Vergangenheit zurückgeben und herausfinden, warum ein Killerkommando hinter ihm her ist. Boah, Action at its best, würde ich sagen. Ja, natürlich. Thriller. Und natürlich noch Streik. Packendes Drama über Angestellte einer Firma, die sich gegen ihre Entlassung wehren. Oh, so ist das Leben mit Oscar Isaac, Olivia Wilde und Annette Bening. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf eine andere Seite gehen, weil hier steht nämlich nichts dazu. So ist das Leben. Mal gucken, worum es da geht. C'est la vie, so ist das Leben. Nee, hier, der wird es sein. Ist das der hier? Mal gucken. Ja. C'est la vie. Generationsübergreifende Liebesgeschichte, da kreuzen sich die Schicksale verschiedener Menschen über den Verlauf mehrerer Jahrzehnte und an verschiedenen Orten der Welt. Darunter ist unter anderem der New Yorker Drehbuchautor Will Dempsey, gespielt von Oscar Isaac, der mithilfe seiner Therapeutin von Annette Bening versucht, die Trennung von seiner Ehefrau Abby, gespielt von Olivia Wilde, zu verarbeiten. Aber die meiste Zeit von Samuel L. Jackson, in Klammern spielt sich selbst, träumt. Hä? Ach so, die Frau oder was? Olivia Wilde? Auf einer spanischen Farm kümmert sich der Besitzer Vincent, gespielt von Antonio Banderas, etwas zu sehr um den Sohn und die Frau seines Angestellten. Kennt man nicht. Und Dylan, Olivia Cooke, tritt an ihrem 21. Geburtstag mit ihrer Metalband auf, legt sich dann aber mit einem Flaschenwerfer aus dem Publikum an und trifft später auf einer Bank am Straßenrand auf ihre große Liebe. Boah! Ist auf jeden Fall so von dem, wenn ich das richtig sehe, von diesem Produktionsteam, die auch diese ganzen Episodensachen wie Tatsächlich Liebe und sowas gemacht haben. Aber hier so verheerende Kritiken sehe ich hier so 1,5 und boah. Eieiei. Okay, ja. Scheint eh so. Der Plot aber erinnert mich so ein bisschen an Empire TV, an die Plots, wo es da gibt. So was habe ich gelesen? Ein Lehrer und ein Funeral Clown. Gottes Willen. Das war's dann auch mit den Neustarts. Ich denke mal so, der Avengers Endgame wird sehr viel überdecken und das andere wird so nebenbei ein bisschen mitlaufen. So neue Trailer oder sowas, habt ihr irgendwas gesehen? Ja, tatsächlich. Ich habe den Roy Corky gesehen, aber. habt ihr den Trailer für den neuen Film von Octavia Spencer gesehen? Nee. Die spielt, also der Film heißt Ma und sie spielt eine Frau, die so ein bisschen, also sie ist ein bisschen seltsam, ne? Und sie findet sehr schlecht Anschluss an andere Menschen, und obwohl sie eigentlich ein total netter und offener Mensch ist. Und eines Tages wird sie von ein paar Kindern angesprochen, ob sie ihnen vielleicht Alkohol kaufen könnte. Und sie sieht dann halt die Chance, hier Freundschaft mit ein paar Kindern zu schließen oder Jugendlichen zu schließen und irgendwie auch ein bisschen Anerkennung von denen zu bekommen, und holt denen das. Und die finden das mega geil und finden sie auch total cool. Und dann bietet sie ihnen an, in ihrem Keller Partys feiern zu dürfen. Und nach nimmt das wohl alles ein bisschen überhand. Denn die Frau, gute Frau Octavia Spencer, hat nämlich nicht nur einen Schatten, sondern einen absoluten Hau weg. Der Trailer ist total abgefahren. Schaut mal rein. Kannst du den mal ins Dokument reinposten? Muss ja nicht sofort machen, aber ja. Dass man den nachher mit in die Show nutzt, klingt ganz interessant, will ich auch mal gucken. Ist halt mal ein Horrorfilm mit ihr, das fand ich ganz cool. Okay. Ein Horror-Thriller. Klang jetzt gar nicht so wie Horror, als du es beschrieben hast. Doch, aber, ja. Weil sie geht, hallo, sie es geht so ein bisschen. Ach so. Sie geht dann ein bisschen arg ab. Jetzt mal ganz kurz gucken, ob das da irgendwo steht. Da stand irgendwas nach, ja genau, vom, was steht da? Jetzt ist da ein Pop-up gekommen, Moment. Vom Blumhouse, den Produktionen von Get Out und Happy Death Day. Ja, Blumhouse ist ja bekannt für solche kleinen Horrorfilmchen. Und wie gesagt, der Trailer sieht schon echt fett aus. Sagst du das jetzt, weil Octavia Spencer da mitspielt? Oder? Oh ja, genau, nur deswegen. nee, okay, klingt aber ganz interessant. Hey. Blumhouse, ich meine, Happy Death Day und die Wir und Dings hier. Klingt ganz gut. Ich habe noch eine Serie geguckt, weil man sonst keine Trailer mehr hat. Ich habe irgendwie gerade nichts reingepostet. Ich habe aber auch irgendwelche Trailer geguckt, die mir aber gerade nicht mehr einfallen. Also können sie nicht so sehr bewegend gewesen sein.
Aber eine Serie habe ich geguckt. Serien. Weil die Mehrzahl jetzt hier in dem Jingle nicht ganz passt, weil ich habe ja nur eine eigentlich. Na, eigentlich zwei, aber die zweite war nichts. Secret City. Und ich, wie ich vorhin erfahren habe, hat die Kate auch schon mal reingeschaut gehabt. Ja. scheint dir nicht gefallen zu haben, wenn ich das so raushöre. Aber ich kann es ja erstmal kurz vorstellen. Gibt es auf Netflix, kann man gucken, also ohne irgendwelche großen Klimmzüge kann man das anmachen. Es spielt Anna Torf die Hauptrolle, die man kennt aus Fringe zum Beispiel, die blonde Frau. Und es ist eine australische Serie, deswegen wollte ich es eigentlich der Kate empfehlen, aber nicht alles, was australisch ist, ist automatisch gut. Die ist aber ausnahmsweise mal ganz AC/DC. Gut. Stimmt. Die ist aber Jason Donovan. AC/DC, australisch und sehr gut. Kängurus, auch gut. Koalas. Koalas, auch gut. Ach, zuerst. Nathan Walker, Eishockeyspieler, auch gut. Also, die Anna Torf spielt eine Zeitungsreporterin, die nach und nach so eine kleine Verschwörung auf die Spur kommt, würde ich es mal nennen. Und das Ganze spielt so in Australien und wir erfahren dann, dass zum einen am Anfang hat sich eine Tibet-Aktivistin in China selbst verbrannt. Sie hat aber in Anführungszeichen dummerweise überlebt. Das heißt, sie ist total verbrannt, hat das Augenlicht verloren und ist in chinesischer Haft und die hat australische Wurzeln, sodass die Eltern versuchen, sie irgendwie da frei zu bekommen. Und der ganzen Sache ist sie so ein bisschen auf die Spur und parallel dazu entwickelt sich dann natürlich auch noch diverse diplomatische Verwicklungen, in die auch höchste Kreise der australischen Regierung mit involviert sind. Es werden auch Personen, man sieht so Personen dann auf der Flucht, die so zum Beispiel solche SIM-Karten verschlucken und die dann irgendwie total ausgeweidet dann gefunden werden als Leiche, wo sie dann auch in Kontakt mit der Polizei feststellt, okay, das kann nicht nur einfach irgendwie ein Mord sein und man findet dann auch diese SIM-Karten und sie kommt dann immer weiter der Verschwörung auf die Spur. Sie hat auch ihr Ex-Mann, der mittlerweile irgendwie eine Transformation zu einer Frau durchmacht, arbeitet auch beim Geheimdienst und unterstützt sie auch so ein bisschen, gibt ihr mal so ein paar Informationen, mal so durchsickern und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, Kate, wie weit hast du es eigentlich geguckt? Wie viele Folgen hast du geguckt? Das jetzt, weil ich frage deswegen. Ich habe nur die erste Folge geguckt. Ich frage deswegen, weil die erste Folge war mir auch so, boah, der Typ und so, also ja, puh. Und also was mich extrem gestört hat, also ich habe überhaupt nichts dagegen, also diese Umwandlung von Mann zu Frau, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich fand es nur unglaublich schlecht gespielt. Ich fand den Schauspieler oder die Schauspielerin, ich weiß es nicht genau, richtig, richtig mies. Und ja. Ich fand auch unsere Hauptdarstellerin nicht gut. Ich sag dir nachher mal, wenn wir die Aufnahme beenden, sage ich dir mal nachher was. Vielleicht bringt dich das dazu. Weil das wird noch richtig gut. Also wir haben das jetzt als Hausaufgabe bekommen hier für unsere nächste Aufzeichnung vom Serien-Podcast und ich habe von der vorher noch nie was gehört gehabt und ich dachte, wo das anfing, so, oh nee, jetzt schon wieder sowas. Und das zieht mich total rein. Also das, die ganzen Verwicklungen, die da entstehen und das schraubt sich halt immer höher und wir sind immer mehr auf der Flucht und Geheimdienst und so weiter. Ich finde es richtig gut. Also ich kann das nur empfehlen. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich glaube, wenn man da zu viel verrät, dann verrät man zu viel. Blaues Licht. Die Darsteller sind auch extrem gut und ich sag dir nachher mal was im Nachgespräch. Ja. Vielleicht gibst du dir noch mal eine Chance. Es ist wirklich empfehlenswert, diese Serie Secret City. Auf jeden Fall empfehlenswerter als die andere, die wir noch als Hausaufgabe bekommen haben. Dirty John. Weiß nicht, ob habe ich auch die erste Folge gesehen. Ganz schrecklich. Ich bin da auch nicht über die erste Folge hinweggekommen. Wenn ich das aber so sehe, die anderen haben es alle relativ gut bewertet. Basiert auf einem wahren Fall von einem Heiratsschwindler in USA, in Los Angeles, der sich an eine ältere Frau ranmacht, die erfolgreiche Geschäftsfrau ist
Und ich habe gerade die Namen nicht parat, sind aber alle bekannt. Also sowohl er als auch sie, die Schauspielerin, sind sehr bekannt, die kennt man. Und ja, er erschleicht sich halt so ihr Vertrauen, weil er auch so irgendwie der ist, der, sie hat etliche erfolglose Dates gehabt und irgendwie die übelsten Typen, die natürlich alle irgendwie so Päckchen mit rumschleppen. Je älter man wird, desto mehr schleppt man ja mit sich rum, einen Rucksack an Problemen und Vorprägungen und so weiter. Und dann trifft sie ihn mal, der irgendwie so völlig unbekümmert ist und ist irgendwie das, was sie sich gewünscht hat. Und sie war schon viermal verheiratet und sie hat auch Kinder und so. Die finden das alle nicht in Ordnung, dass sie mit dem Typ zusammen ist. Und viel weiter habe ich nicht geguckt, weil Hast du es in der deutschen Synchro gesehen? Ja. Die deutsche Synchro ist grausam. Mag sein. Ich weiß nicht, ob es im Englischen besser ist, aber ich finde es auch echt schlecht gespielt. Ich habe am Anfang es mal auf Englisch geguckt gehabt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, nee, das finde ich auch so, ja, eine True-Crime-Serie über einen Heiratsschwindler. Ich weiß nicht, am Anfang sieht man mal so ein paar Foreshadowing-Sachen von irgendwelchen, wo Blut fließt und sowas, aber irgendwie gefühlt wollten die mich nur anteasern, damit ich diese langweilige erste Folge überhaupt durchstehe und irgendwie gespannt bin drauf, wie es weitergeht oder so, aber da ist keine Andeutung in irgendeine Richtung. Ja, will ich mich nicht zu lange drüber aufhalten, so den Rest könnt ihr dann hören bei der nächsten Ausgabe von Fortsetzung folgt. Ja, Secret City kann ich auf jeden Fall empfehlen, Dirty John eher nicht. Aber wir haben ein paar Games für euch hier, beziehungsweise eins. Games. Chris, the floor is yours. The floor is mine. Thanks a lot. Ich habe lange überlegt und ich habe mich dann doch dazu entschlossen, es zu kaufen. Es geht um Anno 1800. Und wer sich ein bisschen da auskennt, wird... Dankeschön. Dass ich ein bisschen auskennt mit der Anno-Reihe weiß, es gab zuletzt bei Anno die Zukunftssinger mit Anno 2070, dann Anno 2205, also 2205. Und der war nicht so gut, den habe ich. Der war anscheinend nicht so gut. Ich muss dazu sagen, ich habe bis dato nur ganz bewusst Anno 1602 gespielt. Also Anno 1602, und das war das erste Anno. Und ich habe es gerade nochmal geguckt, das kam 1998 auf den deutschen Markt. Und habe da gerade auch noch ein paar Screenshots dazu angeguckt und pam, sofort war es da mit hier Speicherbedarf auf der Festplatte 30 Megabyte. Ja. Das kannst du heutzutage im Browser spielen, denke ich mal. Das ist heutzutage eine kleine App. Und jetzt eben Anno 1800, es ist ein Aufbauspiel, ja, du musst halt quasi eine Insel besiedeln und man könnte jetzt sagen, es ist total schwachsinnig und total eigentlich unnötig, weil du lernst bei dem Spiel nicht wirklich was oder keine Ahnung was. Also es ist eigentlich ein großer Zeitvertreib, aber es ist ein sehr, sehr cooler Zeitvertreib, weil grafisch gesehen ist es natürlich der Hammer, was da absolut auch wieder rausgehauen wird bei Anno und auch von der ganzen Spielphysik her, mit welchen Baureihen du brauchst, was du machen musst, wie du guckst, dass deine Leute glücklich sind. Es ist schon auch Wirtschaftssimulation, also Aufbauwirtschaft und alles mit drin. Und natürlich Ausnutzen von Ressourcen und auch Besetzen von Inseln und alles. Das ist so, ja, man könnte jetzt sagen, Kolonialisierung ist so ein bisschen ins positive Licht gestellt und nicht groß auf politische Fragen oder menschenwürdige Fragen drauf eingegangen, aber darum geht es in dem Spiel auch überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, das Volk glücklich zu machen, weiter zu wachsen, seine Stadt, sein Imperium aufzubauen. Und mich hat es jetzt fasziniert. Also ich spiele es jetzt seit Samstag oder seit Sonntag, nee, seit Sonntag, also seit gestern und komme schon allerdings in der kurzen Zeit auf, glaube ich, fast 5 Spielstunden und das ist jetzt noch nicht... Das ist noch nicht so arg viel, es ist auf jeden Fall aber unfassbar cool, was alles geht und welche Richtungen und welche Produktionsketten du da machst und wie du dann mit Handel wieder Geld verdienst. Und es macht einfach Spaß und
Es hat was, zum einen was Beruhigendes, du kriegst nicht, und das ist das, was ich bei solchen Computerspielen extrem hoch ansetze inzwischen, du kriegst nicht mit, wie die Zeit vergeht, weil du machst dann das, du bist da voll fokussiert, du bist voll drin, die Welt drumherum, also es ist scheißegal, ob dein Verein gerade in Augsburg 6-0 unterging oder nicht, völlig egal, du denkst da überhaupt nicht mehr drüber nach, weil du musst jetzt gucken, okay, was sind die Bedürfnisse, was brauche ich, warum habe ich so viele Arbeitslose, wie kann ich das wieder in den Griff kriegen und oh, mein Geld geht schon wieder runter und was... Siehst du mal, wie es der Angela Merkel geht, siehst du? Hast du mich gerade mit Angela Merkel verglichen? Nee, ich sage nur, siehst du mal, wie es ihr geht da, überall brennt es an jeder Ecke und Leute ja, aber wenn es brennt, dann brauchst du halt eine Feuerwehr, dann ja. Kommt die Feuerwehr anmarschiert. Je nachdem, wie glücklich deine Leute sind, gibt es sogar dann freiwillige Helfer noch und alles. Also es ist echt cool, es macht sehr viel Spaß. Ich werde es jetzt natürlich noch weiter auf Herz und Nieren testen. Habe jetzt auch so langsam mehr und mehr kapiert, was mir jetzt auch schon vorher rausging. Also den ersten Fehler hat man schon gemacht, das ist ganz klar. Die Kampagne, wo dabei ist, die soll nicht so gut sein und auch nicht so lang sein. Ich habe jetzt trotzdem mit der Kampagne angefangen, weil ich gesagt habe, hey, ich will erstmal nochmal reinkommen, weil seit Anno 1602, seit 1998 sind ja doch ein paar Jahre vergangen. Und ja, das Endlosspiel soll dann wieder sehr, sehr cool sein und dann gibt es natürlich auch noch, und das finde ich sehr gut, einen Multiplayer. Da gibt es dann nämlich auch die ein oder andere Online-Schlacht, das weiß ich jetzt schon. Ja, also cool. Sehr cool, es ist sehr cool. Ja. Bislang. Ja, ich habe ja die Beta gespielt und ja. Das hat mir auch schon ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich viele, viele Fehler gemacht, weil so Echtzeitstrategie ist normal nicht so mein Ding. Das ist mir irgendwie zu hektisch an einem bestimmten Punkt. Zu hektisch? Ja. Echt? So online, ja, wenn es dann überall... Du spielst Tiny Tanks und das ist dir zu hektisch. Ja, das ist was anderes. Das sind ja so kurze Häppchen. Das sind ja so kurze Matches, genauso wie Rocket League oder so. Aber so ein dauerhaftes, irgendwie so mehrere Stunden und überall ständig ist was und keine Ruhepause und überall geht's weiter und so. Da kann ich mich nicht so richtig entspannen beim Spielen. Aber was ich halt gut finde... Was eine der wirklich größten Verbesserungen, finde ich, ist die Tatsache, dass man zum Beispiel in dem Ortskern schon mal so Sachen reservieren kann, so, die man zwar noch nicht bauen kann, weil man irgendwelche Ressourcen noch nicht hat, aber man kann sagen, okay, da willst du irgendwie eine Town Hall oder irgendwas und kannst dann schon mal die Fläche da reservieren und so, das finde ich gut. Ja, dass man definitiv. Da so ein bisschen, da kann man nämlich richtig schöne Städte bauen und ist dann nicht dann so, ach scheiße, jetzt fehlt hier ein zur Not kannst du es ja auch versetzen einfach, die Sachen, das geht. Ja, genau, jetzt fehlt hier irgendwie ein Quadrat, scheiße, jetzt musst du das da drüben hinbauen, jetzt sieht es nicht mal so schön aus. Weil wenn, dann mag ich das dann, dass man es auch irgendwie schön, dass es schön aussieht. Da kommt der Deutsche durch, es muss geordnet sein. Nö, das nicht geordnet, aber wenn ich mir die Stadt betrachte, soll ich schon so sagen, ja. Genau, nee, hat mir auch gut gefallen. Ich warte noch, bis die erste Preissenkung irgendwie da ist, weil jetzt zum Vollpreis hole ich es mir jetzt noch nicht. Wie gesagt, so wild bin ich nicht auf Echtzeitstrategie. Da warte ich mal, bis irgendwas ein cooles Angebot gibt. Weil noch bin ich bei Fallout 76. Da habe ich mir gerade Todeskrallen-Eier gefärbt für Ostern. Die sind in meiner... Ist es inzwischen ein Singleplayer bei dir, oder? Nö. Sind viele. Und vor allem die Community auf dem PC, also das lese ich auch immer wieder bei Reddit, die Fallout 76 Community auf dem PC, die ist wirklich echt geil. Ich habe gestern wieder irgendwie jemand getroffen da, der hatte irgendwie ein richtig wahnsinniges Haus. Ich bin ja Level 40 und der war irgendwie 100 noch was, 180 oder sowas, ne? Und ich habe einfach so, da kannst du ja so Zeichen geben, so Thumbs up und so Hallo und so, weil ich habe hier mein Mikro nicht an. Und ja, dann gleich so, ja, cool und so. Und er hat mir gleich übelst irgendwelche legendären Waffen sowas geschenkt und so, die ich noch gar nicht benutzen kann, weil ich noch gar nicht so die hohen Level habe. Ich gleich mal in meine Kiste gepackt und so. Echt. Also die Community auf dem PC ist echt geil. Ne? Ich helfe auch häufig mal irgendwelchen anderen. Kann ich empfehlen, ja. Also das und Civilization habe ich jetzt wieder gespielt. Ich entdecke da immer neue Sachen da jetzt mit diesem DLC, mit irgendwelchen anderen Völkern, die ich vorher nicht wusste. Da habe ich jetzt mit... Ja, Civ ist super geworden. Ja. Also mit den ganzen Updates und Blablabla ist Civ richtig super geworden. Aber jetzt ist gerade Anno-Zeit. Ja, bei mir noch nicht. Warte mal. Also, vielleicht spielt es ja auch jemand von den geschätzten Hörern, dann schreibt mal
Kommentar. Apropos Kommentare, da werfen wir doch gleich mal einen Blick in unseren Briefkasten. Briefkasten. Da gab es nämlich was hier. Der Martin hat gesagt hier, wer sagt denn, dass Episode 9 von Star Wars nicht auch 3 Stunden gehen wird? Und die Mitternachtspreview dann bis 3 Uhr morgen? Ja. Aber da kann man ja, das ist ja in der Vorweihnachtszeit, da vielleicht kann man da mal einen Urlaubstag nehmen oder so. Er fand den Teaser sehr ansprechend von Star Wars und das Lachen des Imperators, Gänsehaut einflößend. Und die Anfangsszene mit Rey und dem TIE Fighter interpretierte so, dass es kein feindseliger Akt war, sondern eine Art Training dahinter steht. Mimik und Gestik von Rey fasst er zumindest so auf. Ja. Huh. Genaueres wissen wir später. Der Thomas hat sich heute gemeldet, der hat nämlich Hellboy Call of Darkness geguckt und meint, dass David Harbour als Hellboy total blass bleibt, ist eben kein Ron Perlman. Die Geschichte ist eine faule Nacherzählung des Originals, der Regisseur dreht den Film anscheinend nur, um zu zeigen, wie man auf vielerlei Arten einen Augapfel hervorschießen kann. Erinnert mich an das Game Rise of the Triad, falls das jemand kennt. Es gab Charaktere, die aus dem Nichts kamen und keinerlei Hintergrundgeschichte hatten. Der Versuch des Humors ist schlimmer als die Witze jeden Opas. Er gibt 4 von 10. Und dann ein Kommentar. Ich weiß nicht, wenn der Tommy 666 uns zuhört, kann er vielleicht da mal, weil ich habe drunter kommentiert. Er hat nämlich geschrieben, wieso immer diese Kinoaufnahmen? Wir leben doch im digitalen Zeitalter. Und ich habe dann eigentlich 1 oder 2 Minuten später drauf geantwortet. Ich verstehe seine Frage nicht. Ich weiß nicht, was er damit meint, welche Kinoaufnahmen und leben wir im digitalen Zeitalter, ja. Aber ich habe es nicht verstanden, was er meint und hier meine geschätzten Podcast-Kollegen auch nicht. Meint er unsere schönen Einspieler hier? No one's ever really gone. Meint er das als Kinoaufnahmen oder? Um es kurz zu machen, was willst du? Sollen wir die digital einspielen, quasi wie dieses Quietschen von Modem damals? Oder sollen wir nur über Netflix reden? Oder wie? Oder was? Oder meint er, wir sollen gar nicht mehr ins Kino gehen? Nur noch warten, bis es im Heimkino. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann er das mal noch ein bisschen weiter ausführen da. Erkläre dich, Jüngling, erkläre dich. Vor allem finde ich es auch komisch, wenn jemand was schreibt und man antwortet 2 Minuten später, wo er eigentlich, normalerweise kriegt er dann so eine Meldung, so, ach, hier ist eine Antwort da auf ihren Kommentar oder so, wenn er das gewünscht hat. Aber ansonsten gucken wir doch nochmal rein, auch vielleicht, wenn man da was geschrieben hat, ob da jemand was drauf eingegangen ist. Oder es hat uns jemand vielleicht auf Spotify gehört, der nur gesagt hat, ich muss das da mal schreiben hier. So, kann auch sein. Also Tommy666, vielleicht kannst du es mal noch ein bisschen weiter ausführen, was du da genau meinst. Das würde mich mal interessieren. Und mehr Kommentare hat man eigentlich auch, glaube ich, nicht. Dann gucke ich mal, wer unsere Amazon Affiliate Links genutzt hat. Da hat jemand bestellt eine SanDisk SSD mit 240 GB und eine SanDisk SSD mit 480 GB. Anscheinend ein SanDisk-Fan. Oder will sich jemand einen riesen Rechner bauen? Eine Karte für Ostern, die, wenn man sie aufklappt, innen drin eine Lotusblüte hat. Eine XXL 3D Pop-Up-Karte nennt sich das. Was ist das hier? Original Microsoft Windows 10 Professional. Hat sich jemand Windows 10 Professional gekauft? Auf DVD. Lizenz mit allen Updates. 62 Euro bei Amazon. Wow. Okay. Ja, das war's mit den Bestellungen. Vielen Dank an alle, die das genutzt haben. Wer den Kinocast unterstützen möchte, wie immer 2 Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel solche Affiliate-Links, die ihr auf der Seite findet. Da gibt es so rechts so einen Button. Oder andere Möglichkeiten findet ihr ganz oben im Menü unter Danke für eure Unterstützung. Zum Beispiel kann man da Auphonic Guthaben schenken, der die Klangverbesserung macht und das ganze Titelbild rein und sowas. PayPal, Direktspende oder Bitcoin kann man spenden. Oder wie es die anderen auch getan haben, einfach auf mentale Weise unterstützen, mit Kommentaren schreiben,
auf Facebook teilen, auf Twitter teilen und irgendwo auf Tinder, auf Snapchat, wo ihr überall seid. Ja, genau. Teilen. Auf Grindr, auf Happen, was gibt's da noch alles? Wer trifft wen? Wer liefert was? Keine Ahnung. Also teilt es, spread the word, genau, teilt es. Ah, ich habe hier den Link unten drunter, Mensch, hier unten drunter. Ich habe noch rausgefunden, dass die Dreharbeiten zu unserem Film Verachtung sind teilweise in Hamburg gewesen. jetzt komme ich dazu, jetzt am Ende. Ich poste mal den Link mit in den Show Notes, da könnt ihr mal gucken. Vielleicht ist ja jemand aus der Ecke. Ja, genau, jetzt sehe ich meine ganzen Anmerkungslinks hier unten drunter, jetzt wo ich am Ende bin. Aber gut, ich werde auch den Clip zu dem Climax-Musikvideo mit reinposten. Ist ein Fan-Video, kein offizielles. Da hat man die... Ich habe ja vorhin erwähnt, dass da am Anfang so eine riesenlange Tanzszene war und da läuft auch so eine Musik und da hat jemand so ein paar Szenen aus dem Film genommen und hat die so zusammengemischt. Gibt es als Musikvideo auf YouTube zum Gucken. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, schreibt Kommentare, könnt uns auch direkt anschreiben. Wenn er sagt, hier, Kate, guck mal wieder eine Serie, dass du was vorstellen kannst, schreib mal an kate@kinocast.net. Wenn er sagt, Chris, hier gibt es noch ein anderes Game, das kannst du mal testen, dann chris@kinocast.net. Oder wenn ihr mir sagen wollt, was heute wieder alles falsch war, was ich gesagt habe, dann, oder wenn er sagt, Climax, was ein Scheiß, hier 5 Minuten reingeguckt, totaler Mist, dann schreibt auch eric@kinocast.net oder gerne auch als Kommentar. Und dann achtet auch, wenn ihr Kommentare schreibt, ob da vielleicht jemand drauf antwortet oder noch eine Frage hat. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Gerne. Bis später, kann man ja sagen. Bis später. Ja. Bis später in der Sneak. Gucken uns da einen Wrestling-Film erwartet oder was ganz anderes. If you smell what the Rock is cooking. So tief im Thema bin ich da nicht mehr. Keine Ahnung. Wirst du sehen. Let's get ready to rumble. Nee, es war Boxen, ne? Ja. Das ist Boxen. Also, hör mal lieber auf. Es wird nicht besser heute. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.